Willkommen in Punto und damit willkommen zurück zu Need for Speed. Ja, wir sind hier bei einem der gestörtesten Mautstellenrennen. Die vierte oder die erste Herausforderung der letzten Reihe auf jeden Fall. Die vorletzte irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich darf hier auf jeden Fall keine Scheiße bauen, glaube ich. Und dass ich hier so eine Kiste kriege, habe ich jetzt nicht gedacht. Habe ich gar nicht mehr gewusst, ey. Hier muss alles glatt laufen. Habe ich jetzt aber das Gefühl. Oh Mann. Ja, nur noch drei, also ja, einschließlich der hier, dann noch zwei Herausforderungen. Dann kommt die Mega-Jagd. Ich darf keine Scheiße bauen. So was hier zum Beispiel so trocken. Das ist nicht gut. Ist auch noch Stufe 5 Bullen gleich hier oder was? Hoffentlich schaffe ich die jetzt auf Anhieb hier. Die Strecke ist echt schlimm. Mich hat eine Mücke unten am Bein gestochen, so über den Fuß, ey. Boah. Achillesferse, was auch immer das da ist. Da drüber, keine Ahnung. Das juckt so brutal gerade. Nee, Alter, halt die nicht aus hier. Moment mal, ey. Oh, Socke. Oh, geil. Oh, ich hasse diese Mückenviecher, ey. Oh Gott, juckt das. Ich weiß, das wird nur schlimmer eigentlich dadurch, aber ach, oh, geil. Oh, was ist das für eine Scheiße, ey? Mistviech, ey. Ich bring nicht um, wenn ich dich sehe. Oh, der tut gerade so gut, ne? Oh. Oh Gott, ich muss weiterfahren. Oh. So! Alter, der Punto, Alter, der geht ab wie Schweinefleisch, ey. Geisteskrank, der Wagen. Der Todespunto, ey. Punto, Geisel der Menschheit. Torpedo-Punto. Die Karre ist der Wahnsinn, ey. Diese Porno-Design. Ach, hier lang. Oh ja, ich werde schon ganz verwirrt durch die ganzen Kackpfeile überall. Hilfe! Jetzt kommen noch Bullen dazu! Irgendwo hier fahren noch Bullen rum. Irgendwie haben wir gerade Glück. Oh, der Verkehr, ne? Was eine Strecke! Was ein Auto! Der ist fast schneller als der Lambo, kommt mir so vor, ey. Auf jeden Fall ist das eine kleine Rakete hier. Bequem über 300 am Fahren, das Ding. Der ist mega geil, der Wagen. Der kommt richtig durch die Kurven. Oh. Wenn Satokus Punto so abgehen würde. Guck mal, wie locker der hier die ganze Zeit 300 fährt. Hahaha!
Verfolge gemeldeten Wagen. Ich glaube, ich habe ihn. Moment. Du weißt gar nichts. Verfolge ihn mit Code 3. Er hält nicht an. Einheiten der Code 3 Verfolgung. Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet in Richtung Osten. Was, dann war es schon? Absperrung erfolgt eng um das... Chillig. Der Punto, Alter. Taschenrakete, sein Vater. Alter. Mückenstich. Oh, es juckt so erbärmlich. Oh. So, 200.000 Sachschaden machen. Ist ja Kinderkacke im Grunde, ne? Das machen wir. Wähle dein Getriebe. Automatik. Ich hätte gerne SMG. Haben die eigentlich? Ja. Eigentlich haben die SMG-Getriebe hier alle. Kann ja Topsinn schalten, auch wenn Automatik ist. Nio! An alle Straßenwagen. Wir haben eine Code-3-Verfolgung. Freie Einheiten bitte. Machen wir direkt mal richtig viel kaputt. Ja! Verdächtiger ist in einem pinkfarbenen Sportwagen. Pinkfarben. Ach, der Bunto wieder. Stimmt ja. Na gut. Ah, don't fuck with the Torpedo, Bunto. Nähere mich dem Einsatzort. Die anderen da unten. Naja. Machen weiter. Verdächtiger. So, 50.000 hätten wir schon mal. Einheit ausgefallen. Yeah. 33, schick sofort Einheiten hierher. 10-4. Mach gut, Scheiße. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Alter, ungesund. Der Fahrer ist ohne Probleme durch die Sperre gefahren. Kopfgeld jetzt schon explodiert direkt. Ja, kommt, kommt. Kräfte für Zugriff bereithalten. Oh, ihr werdet sterben. Sergeant Cross, Alter. Wir wollen das ja nicht kaputt machen, ne? Defekt. Defekt. Wir haben Cross direkt instant zerfetzt, Alter, mit unserer kleinen Taschenrakete hier. YMCA! Er ist direkt in die Einsatzfahrzeuge gegangen. Er fährt noch! Er kriegt alles, was er hat. Code 3. Ich verliere ihn. Verdächtiges Fahrzeug ist trotz Sperre durchgebrochen. Boing, boing, boing. Oh, hab ich kaputt gemacht. Ich bin der Terrorbunter. Kommt doch. Ja. Ja. Das war's, Bitches! Könnt mich mal am Arsch lecken! Zentrale habe Kontakt mit dem Verdächtigen verloren. Bleibt dran! Riegelt den Sektor ab! Ich habe den Verdächtigen verloren! An alle Einheiten haltet eure 20! Informationen für die Verfolger. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in südlicher Richtung. Auf der Abfahrt Campus. Guck mal, 1,7 Millionen Kopfgeld mal eben, ne? Guck mal, wir haben nicht mal 4 Minuten dafür gebraucht. 10-4 Zentrale. Hey, das ist ein verdammt großes Gebiet. Charlie 15 vor. Rasiert! Rasiert! Oh, ungespitzt in den Boden gerammt habe ich euch. Was wollt ihr tun? Oh, Mückenstich. Boah, Alter. Ich wurde richtig zerfistet von dem Punto, ey.
So, dies ist die längste Zeitfahrende, das längste Zeitfahren der Blacklist. Du musst die Mautstelle vor der Marke 850 erreichen. Boah, einmal quer durch hier, ey. Oh. Was machen wir denn gleich? Wird ausnahmsweise mal eine kurze Folge. So wie ihr es gerne habt. 20 Minuten knapp werden wir hier gebrauchen. Ich würde sagen so, ja, 20 Minuten. 21 Minuten. da ist er ja, der böse, böse Lambo. Yeah! Vorausgesetzt, ich schaffe das auf Anhieb, ne? Also drückt mir die Daumen. Und dann ist auch schon die Terrorjagd, aber die geht ja so lange, deswegen die kriegt eine extra Folge, eine eigene. Alter! Oha, okay, das wird... Das wird mein Können auf die Probe stellen! Ach du Scheiße. Hart, das wird eine harte Nummer hier. Wird vielleicht doch länger die Folge. Du halt mich jetzt bloß nicht auf. Jetzt wird's ernst. Die Mega-Mautstellenjagd hier. Wiederhole, er geht nicht beim Gas. Geh auf Code 3. Oh, die nächste Maut kommt doch erst wieder dahin. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung. Auf der Abfahrt des Campus. Absperrung erfolgt eng um das Zielgebiet. Verbleibende Einheiten innerhalb der Zone auf Straße gehen. Oh, 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 oh. Boah, wenn man hier am Anfang scheiße baut, ist man voll am... Ah! Da oben ist er gleich. Boah, geht wieder in den ganz allein hier. Nicht allein haben. Boah, ich darf keine Fehler machen. Lichtkontakt verloren, stand by. Wir sind wieder hinter ihm. Er hält nicht an. Alter, die habe ich mir aber nicht so schwer vorgestellt, weil die ja schon so groß ist. Oh. Irgendwie wieder voll kriegen. Lage unverändert. Hab alle Hände voll zu tun. Hab keinen Sichtkontakt mehr. Versuche aufzuholen. Er ist wieder in Sicht. Bin immer noch Code 3. Ja, hier links fahren ist auch ein Fehler. Ich muss mein Nitro voll kriegen, falls ich irgendwo Scheiße baue, dann schnell wieder beschleunigen kann. Sichtkontakt zum Verdächtigen verloren. Stand by. Information für die Verfolgergruppe. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Norden am Riverfront Stadion vorbei. Der Einsatz bleibt auf Code 3. Sektor wird abgesperrt. Bitte auf TAC 2 umschalten. Zielpositionen werden über das GPS zugewiesen. Verstanden, Zentrale. Bravo 28 ist unterwegs. Ich gehe auf Code 3. Zentrale, wir haben noch nichts. Wir setzen uns auf Straße fort. Boah, Konzentration.
mein Gott, ey. Shit. Das frisst Zeit! Boing! Jetzt geht's durch die City, ey. Jetzt wird's ungemütlich. Puh. Macht langsam, die Straße wird voller. Er soll das Gebiet verlassen. Nein! Der Durchsieger hat versucht, uns mit einem Sprung zu entkommen. Ganz schön harter Bursche. Das war so nicht geplant. Zeit steht gerade auf meiner Seite, aber deutet noch gar nichts. Er weiß nämlich, ob ich nicht für die ganze gute Zeit für den letzten Checkpoint brauche. Alter Schwede, ey. Verarscht. Die fahren sich da drin eh jetzt kaputt. Oh ne, die fahren da raus, okay. Schlaue Füchse. Identifiziert. Wir haben ihn. Zentrale, wir haben ihn gesichtet. Oh, hier hätte ich nicht Nitro einsetzen sollen. Boah. Der wollte mich ausbremsen, der Hund. Mit Bullerei ist das ja hier wieder so eine Geschichte, ne? Zulu 4, bitte meldet eure aktuelle Lage. Wir können kaum mithalten. Verstärkung wäre nicht schlecht. Alarmiert zusätzliche Einheiten. Jetzt wird lustig. Hab keinen Sichtkontakt mehr. Versuche aufzuholen. Nitro! Korrigiere, wir haben ihn, wir haben ihn. Das war's! Digga, was ne Zeit! Bäm! Und noch vor 20 Minuten, Leute. Das war's mit der Herausforderungsserie. Jetzt steht nur noch das große Boom an in der letzten Herausforderung. Puh. Also gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Endlich mal eine kurze Need for Speed-Folge. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir die drei Dinger so schnell geschaffen. Naja, also dann. Lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Euer Onkel sagt auf Wiedersehen. Ciao.